Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Teil 1 unseres Tutorials, wie wir einen 5M-Server aufsetzen bzw. Salty-Chat installieren werden. Und wie wir das Ganze installieren, das Ganze zeige ich euch jetzt mal anhand meines 5M-Servers. Und zwar geht ihr erstmal auf Google und dann sucht ihr hier nach Salty-Chat. Den solltet ihr erstmal für euch lokal installieren. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Dort geht ihr einfach auf Download, installiert das Ganze für euren TeamSpeak 3. TeamSpeak 3 ist die Voraussetzung dazu, dass ihr Salty Chat nutzen könnt für euren 5M-Server. So, wenn ihr das installiert habt und runtergeladen habt, dann sieht das Ganze ganz entspannt aus. Und zwar einmal so: Wir haben hier einmal Salty Chat 3.1.2 stehen oder eure aktuelle Version tatsächlich. Und ihr habt auf jedem Channel die Channel-ID stehen. So, das ist also die Nummer 1. Dann macht ihr euch irgendwo auf einem TeamSpeak-Server einen Channel auf. In dem Fall heißt der Salty Chat In-Game Voice. Bei mir tatsächlich. Und habt natürlich vielleicht auch schon hier ein paar Channels oder so, sagen wir mal so, drinnen. Und dann könnt ihr erstmal TeamSpeak auf die Seite packen. Das braucht ihr dann erstmal gar nicht. Dann sucht ihr nach SaltyChat 5M, das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr hier den Link zu GitHub für den 5M SaltyChat. Das ist der originale SaltyChat von 5M. Da klickt ihr einfach auf Code, auf Download Zip und die Zip-Datei wird hier runtergeladen. SaltyChat 5M Master. So, dann öffnen wir mal schnell auch unseren 5M Server Ordner. Und zwar brauchen wir, wunderbar, den aktuellsten, das ist der hier. Genau. Ja, dann geht ihr auf den Ressources-Ordner und dann habt ihr hier eure Ordner, eure Ressourcen, die ihr in der Config bearbeiten könnt. Dann nehmt ihr den genannten WinRAR-Ordner, wie auch immer, und ihr packt diesen Ordner mit dem ganzen Inhalt, also den Ordner hier in euren Ressourcenordner hier rein. Am besten nennt ihr ihn einfach Salty Chat mit den großen Klammern, also ALT GR Nummer 8 und Nummer 9. Dann bekommt ihr hier die eckigen Klammern, die braucht ihr, damit ihr das quasi als Überordner verwenden könnt für eure Ressourcen auf dem Server tatsächlich. Das habe ich schon gemacht. Und dann geht ihr erstmal zurück auf eure Server-Config-Datei. Das ist die Server CFG, wenn ihr die sucht, oder Server.config, auch genannt. Und hier bekommt ihr dann, beziehungsweise öffnet sich entweder Notepad++, Notepad oder in meinem Fall halt Visual Studio. Und dann geht ihr hier ganz runter. Und wenn ihr ganz unten seid, geht ihr hier drauf und gebt ein Ensure, dann Klammer auf. Dann bekommt ihr entweder hier bei Visual Studio zwei Klammern oder nur eine Klammer, wie auch immer. Und gebt ein Salty Chat, genau. So. Dann könnt ihr PMA Voice stoppen. Weil PMA Voice brauchen wir nicht und wollen wir nicht. So, dann drückt ihr STRG S oder hier einfach File und dann auf Save. Dann habt ihr das schon mal so gespeichert. Dann könnt ihr das Ganze schließen. Das braucht ihr nicht. So. Dann Ressourcesordner haben wir hier Salty Chat und jetzt werden wir Salty Chat zusammen einstellen. Dazu brauchen wir den Ordner, also bei Salty Chat selbst brauchen wir die Config. JSON-Datei, die lässt sich auch mit Visual Studio öffnen. Das kann ich euch nur empfehlen tatsächlich mit Visual Studio. Weil da habt ihr auch die Zeilen und und. Und da können wir jetzt sehr viel einstellen. Ich mache das mal auf halbe halbe. In der Hoffnung, es funktioniert. Ich mache einfach so. Einmal. Und zweimal. So, wir haben jetzt hier unseren TeamSpeak-Server und da haben wir unsere Config. Jetzt gehen wir auf den TeamSpeak-Server, dort haben wir unsere Server-UID, also die 1E, FLV, EA, schlag mich tot. Die könnt ihr mit einem Doppelklick einfach kopieren, die Nummer hier, und fügt die am besten bei Server und NIQ Identifier ein, also die UID. Dann hier Minimum Plugin-Version 2.3.0. Okay, wir haben die. Was haben wir für eine Version? Da ziehen wir hier 3.1.2. Okay.
Geht auch klar, kein Problem. Dann nehmen wir den Soundpack. Da nehmen wir am besten kein Soundpack, sonst hört jemand Channel Move, Channel Move, Channel Move. Das muss nicht sein. Dann haben wir Ingame, doch Ingame Channel ID 42. Das ist bei mir jetzt die 42. Wie es bei euch ist, müsst ihr selber herausfinden. Wie gesagt, ihr macht einfach den Channel für Salty Chat auf, wie auch immer ihr den nennen wollt. Das ist euer Problem, eure Sache. Und bei mir ist das die Channel ID 42. Die fügt ihr dann quasi da ein. Da am besten noch ein Passwort rein, weil ja, dann wird ihr trotzdem automatisch gemoved. Passwort muss keiner eingeben. Ich habe das Passwort vom Salty Chat übernommen, einfach hier eingefügt. Das geht auch. Es geht nur darum, dass ihr gemoved werdet. Wenn ihr euch selbst rein moved, so wie jetzt hier zum Beispiel, bringt das gar nichts. Es macht keinen Unterschied, weil euch hören die Spieler in-game nicht. Das ist relativ egal. Was ich gleich mit noch erwähne, ist tatsächlich ganz einfach. Und zwar, wenn ihr auf eurem alten Channel seid, zum Beispiel im Minecraft-Raum oder sowas, und ihr geht in 5M auf eurem Server, werdet ihr automatisch in den In-Game-Voice-Channel gemoved und danach, wenn ihr rausgeht, wieder zurückgemoved. Also da, wo ihr vorher wart, tatsächlich. Das ist, wie soll ich sagen, nicht gerade sehr prickelnd eigentlich. Aber naja, das heißt, eigentlich muss man nur auf den TS joinen für den GTA Online-Server, sage ich mal. Dann kommt ihr auf Ingame Voice automatisch direkt, werdet ihr gemoved und dann, sobald ihr fertig seid, wieder direkt zurück auf herzlich willkommen. So, weiter geht's. Swiss Channel IDs 19113, das sind die Channels, wo ihr, glaube ich, nicht gemoved werdet. Genau, da werdet ihr auf jeden Fall nicht gemoved. Das ist der Support-Warteraum 9, 11, 10. Da haben wir hier 9, 10, 11 und die 3. Im Rest werdet ihr automatisch gemoved, quasi wie gesagt, in den In-Game-Voice-Channel. Und wenn ihr fertig seid, auch wieder zurück. Dann könnt ihr hier die Voice-Ranges einstellen, welche Weite ihr an Voices haben wollt. In meinem Fall waren es 3, 5, 8, 15 und 32. Müssten sogar standardgemäß gewesen sein. Es wird dann auch quasi in-game nochmal so angezeigt. 3,5, 8, 15 und 32 habe ich jetzt für Schreien, für Flüstern normal, bisschen lauter und Schreien genommen. Das könnt ihr, wie ihr wollt, einstellen. Ihr könnt auch 64 nehmen. Ihr könnt auch 100 nehmen, wie ihr wollt. Ja, und dann Enable Voice Range Notification is True. Das heißt, ihr bekommt eine Anzeige, dass ihr die Voice Range geändert habt, also die Reichweite. Und hier steht Voice Range Notification. Hier könnt ihr das nochmal bearbeiten. Können wir einfach mal, auch mal ein Vollbild. Können wir wieder hier reinschreiben, deine Reichweite ist nun, dann die Voice Range von hier tatsächlich und dann hier Meta. So, dann Ignore Invisible Players, True, also werden Menschen, die unsichtbar sind, wie A-Duty, Admins, wie auch immer, stumm geschalten, die hört man nicht. Und. Radio Type 4 habe ich jetzt erstmal so gelassen. Enable Radio Hardcore Mode ist true. Ultra Short Range Distance ist 1000. Millimeter, nicht wie auch immer. Short Range Distance ist 3000. Long Range Distance ist 8000. Ich habe das einfach mal so gelassen. Megafon ist 120. Ich habe das einfach mal alles so gelassen, tatsächlich. Standard. Variable Phone Distance ist true. Passt. Habe ich einfach so gelassen, wie gesagt. Name. Pattern, Server-ID und Guide habe ich auch so gelassen. Request Talk States ist true. Request Radio Traffic States ist true. Mit F1 könnt ihr eure Toggle-Range ändern. Mit N habt ihr euer Funkgerät, das ihr mit dem Handy ansteuern könnt oder mit dem normalen Funkgerät, wie auch immer. Bei Talk Secondary Kapital. Ich weiß auch nicht, was Talk Secondary ist, wahrscheinlich der zweite Funkkanal oder was, keine Ahnung. Und das Megafon ist mit B. So, dann drückt ihr wieder hier Steuerung S, dann ist das abgespeichert. Tatsächlich könnt ihr das Ganze auch mal schließen. So, dazu gibt es noch eine ganz wichtige Info, und zwar für Salty Chat Personen, die Salty Chat nutzen und wollen, dass explizit nur Salty Chat User kommen, die wo Salty Chat haben, habe ich ein Plugin, ist ein Skript gefunden, das ihr auch auf den Server einfügen müsst. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Das könnt ihr auch x-beliebig anpassen. Ich habe das bei mir direkt schon auf dem Server drauf, und zwar bei Salty Chat, wie gesagt, in dem Ordner als Salty Chat Check habe ich das genannt, und da könnt ihr die HTML-Datei anpassen. Die kann ich euch mal zeigen.
Schaut nämlich so aus. Und zwar habe ich in den Text reingeschrieben: Bitte vergewissere dich, dass du TeamSpeak 3 auf bla 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 bist. Das Multi-Chat-Plugin sollte installiert sein. Bei weiteren Problemen melde dich im Support. Ist schon quasi so fertig, sage ich mal. Das wird alles hier so angezeigt. Ich werde das Ganze jetzt mal lokal safen, um es einmal zu zeigen. Ich packe das direkt auf den Server. Nein, war das falsche. Wartet mal. Habe ich das jetzt gehabt? Ach, hier oben. Ist das jetzt kopiert? Ich glaube nicht. So. Dann zeige ich euch das Ganze mal, wie das ausschaut. Das packe ich jetzt nämlich dann auch gleich am besten da rein. Und dann habt ihr das schon mal fertig. Ich kann das auch bei mir in die Cloud hochladen und dann als Download dann quasi verfügbar stellen auf meiner Homepage. Ist gar kein Problem. Ja, das ist das geringste Problem tatsächlich. So, öffnen. Ist verbunden. Im nächsten Fenster, wenn es mal kommt. Dort sollte nicht lange dauern. Das Ganze findet ihr unter jedem scan.de/download. Genau, da sind wir auch schon drin. Wunderbar. Und dann haben wir hier ist halt die Check. Am besten sollte das hier auch drin sein. Das mache ich mal ganz kurz. So. So. Ach nee, Mist. Doch, perfekt. Dann zack, einfach da rein. Und dann wird das direkt runtergeladen. Zack, bumm, dauert nicht lange, ist gleich sogar fertig. Das ist dann perfekt. Und jedes Mal, wenn ihr dann quasi 5M startet, beziehungsweise solltet ihr das erstmal in eurem lokalen Menü so reinschmeißen. Also in dem Fall sollte es im Ressourcenordner so ausschauen, dass wenn ihr hier Salty eingebt, da habt ihr immer den Oberordner tatsächlich, also den mit den Klammern und darunter alle Scripts, die drin sind. Also in dem Fall Salty Talky, Salty Hard, Salty Check. Und Salty Chat oder Salty Chat Check, wie auch immer, die sind alle aktiviert. Da könnt ihr sie stoppen und nochmal starten. Falls ihr Probleme habt damit, dann stoppt das einfach. In-game passiert damit gar nichts. Also, es wird nur ein Fenster angezeigt. Mehr ist da gar nicht. Mal gucken, ob das sich aufrufen lässt oder ob das nur in-game so sein wird. Ich bin mal gespannt. Das sollte eigentlich auch hier aufrufbar sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Und du bist nicht mit Salty Chat verbunden. Bitte vergewissere dich, dass du TeamSpeak 3 auf Server lalala bist. Das Salty Chat Plugin sollte installiert sein. Aber darum Problem, weil ich im Support. Das könnt ihr alles umschreiben, das habe ich euch ja gerade vorgelesen. Das könnt ihr alles umschreiben, komplett auch mit dem Logo ändern und und. Das ist das Entspannteste eigentlich, was ihr machen könnt. Das könnt ihr alles in der HTML-Datei ändern und den Style anpassen, das Skript anpassen. Hier könnt ihr das Logo ändern und und. Und wenn ihr das aktiviert habt und Salty Chat aktiviert ist und ihr quasi auf dem Teamspeak seid oder nicht auf dem Teamspeak seid, bekommt ihr jedes Mal dann dieses tolle Fenster angezeigt, dass man sich bitte verbinden soll, das, was wir gerade gesehen haben. Ja, und wie gesagt, wenn ihr das aktiviert habt, alles wunderbar läuft, werdet ihr automatisch quasi von dem Channel hier nach oben gemoved. Zack, dann habt ihr hier euren Rang stehen, dann eure ID des Ingames stehen. Und eure Client-ID stehen. Tatsächlich. Dann ist das damit auch erledigt. Ja, wunderbar. Und ich würde sagen, das war's hier mit dem Video, Leute. Haut rein. Habt ein schönes Wochenende. Guckt mal, das Video online kommt. Wahrscheinlich heute oder morgen. Mal schauen. Habt ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis zum nächsten Tutorial, Livestream, wie auch immer. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal bei YouTube oder bei Twitch bei mir vorbei. Da gibt's momentan, naja, runter und drüber. Also, hier haben wir erstmal bei uns Human gespielt vor ein paar Tagen. Und haben da ein bisschen reingeschaut. Made of Ski haben wir angefangen zu zocken. Da ist ein bisschen unser Roleplay-Server, wie es aktuell ausschaut, beziehungsweise ein altes Format noch. Denn vor 2 Wochen, aktuell sieht es wieder ganz anders aus. Auf Twitch tatsächlich laufen aktuell mehr Streams. Sag ich euch, wie es ist. Dann kommt Da laufen aktuell alle Streams, was mit dem Server zu tun haben, um ehrlich zu sein. Da können wir gleich mal reingucken. Da ist aktuell
Ja, der Aufbau der aktuellen VIP-Insel Ich hoffe, tatsächlich. das klappt jetzt auch mal. Das ist so wunderbar. Da bekommt ihr das, wie gesagt, hier angezeigt mit dem Salty Chat. Plugin mitten in-game dann quasi. Ihr könnt trotzdem hinten rum die HUD verwenden, beziehungsweise trotzdem rumlaufen, die Stars. Ja, und wenn es schon ausgeschaltet ist oder funktioniert, dann ist das ganze Fenster auch gleich wieder weg. Das sehen wir jetzt. Zack, ist wieder weg. Und die ID hier oben, was ihr hier seht, bekommt ihr dann auch quasi in-game angezeigt. Ja, und der Server aktuell ist ein riesengroßer Server. Ich würde euch raten, schaut mal vorbei, Roleplay, Royal Roleplay. Heißt das Ganze, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir haben einiges zu bieten. Wir haben die komplette Map neu, mehr wie jeder andere Server tatsächlich. Wir haben Fraktionen. Wir haben jetzt aktuell neue Gang. Wir haben hier, wie ihr seht, Notarztfahrzeuge, Rettungsdienstfahrzeuge, Modded Cars für VIPs oder Servermitglieder und und. Also auf jeden Fall mal sehr entspannt tatsächlich. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn ihr sagt, ihr schließt euch einer Fraktion an oder einer Gang. Gar kein Problem. Also, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.